Ja, sind wieder bei The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Okay. Beim letzten Mal waren wir in diesem Dungeon. Dieses Mal sind wir in diesem Dungeon. Eine sehr akkurate Beschreibung. Und wir haben den Sturmbumerang erhalten. Genau. Ein schönes Item. Finde ich eigentlich sogar schöner als einen normalen Bumerang. Übrigens, das Symbol auf den Türen ist das Symbol der Kokiri. Ah. Der Kokiri-Smark hat auch ungefähr diese Form. Gut zu wissen. Meine ich zumindest, dass es ungefähr das von den Kokiri ist. Wohin bist du denn jetzt unterwegs, werter Jan? In diesem Raum, weil hier noch zwei Truhen sind. Das ist... Uah! Ich wollte gerade sagen, es ist höchst erfreulich, aber irgendwie waren wir dann doch nicht mehr danach. Hat sie versucht zu schwimmen? Ich habe keine Ahnung, aber die hat sich selbst in den Tod gestürzt. Finde ich immer gut. Dieses Z auf dem Boden, was könnte das nur bedeuten? Ach. Also ich würde sagen, ich hau die in... der Reihenfolge. Ich ignoriere einfach mal dieses Z. Ja. Es klappt bestimmt gut. Vielleicht muss ich dieses Z ja nicht ignorieren, sondern mich danach richten. Ach, wirklich? Ja. Es ist der erste Dungeon, da darf man noch so offensichtliche Rätsel reinpacken. Ich hätte es vielleicht, wenn dann, so gemacht, dass ich dieses die Reihenfolge woanders im Raum oder so versteckt hätte, nicht direkt davor. Ja, gut. Aber du hast halt gerade den Boomerang bekommen, du sollst ihn ausprobieren. Es war trotzdem sehr leicht. Ja. Aber hey, dadurch haben wir jetzt den großen Schlüssel. Yay. Mal Masterschlüssel, mal großer Schlüssel. Auf jeden Fall können wir damit zum Boss. So, hier muss man ja doch durchschwimmen. Ah. War auch ganz schön gemein versteckt. Aber jetzt vielleicht... Was? Du hast den Stempel Hylianisch A bekommen? Okay. Was? Das ist neu. Was ist das? Eins von 50 Stempel gefunden. Ich habe noch mehr Sachen gefunden, die man sammeln kann. Ja. Okay. Und kannst jetzt auf ins Miiverse posten oder so. Ja. Lass uns nervige Miiverse-Beiträge machen. Das ist interessant. Ich möchte gerne wissen, wenn ich jetzt einen Miiverse-Beitrag mache, bevor das eigentliche Spiel rauskommt, was glaubst du, wie viele Hate-Kommentare bekommt man dann im Miiverse? Bevor du überhaupt einen Miiverse-Beitrag machen kannst, bevor das Spiel raus ist. Ich meine, ich habe ja nichts gegen Miiverse-Beiträge, aber ich muss ganz ehrlich sagen, in Wind Waker fand ich die unglaublich nervig. Ach, teilweise waren sie in Wind Waker auch ziemlich praktisch, weil sie dann die letzten Fotos teilweise über Miiverse bekommen konntest. Ja... So, wieder volle Kerne. Ob man hier auch wieder so coole Selfies machen kann. Aber interessant, dass es da Stempel gibt. Ich denke mal, du willst im Hauptraum weiter, oder? Lecker, was das Symbol da heißen soll in der Mitte. Ich gucke noch, ob ich irgendwo noch was vergessen habe. Ansonsten müssen wir da weiter. Ja. Das ist da hinten. Ah, das ist da, wo wir den kleinen Schlüssel bekommen haben und da nicht mehr weiter konnten. Ja, stimmt, weil die Brücke sich nicht drehen wollte. Ja, guck mal. Rose? Nee, das ist nicht Rose. Einer der anderen Affen. Yep. Die sehen alle so gleich aus. Ob man die wirklich irgendwie unterscheiden kann, oder sehen die wirklich eins zu eins gleich aus? Keine Ahnung. Drehen. Die falsche Seite. Oben. Okay, erst nach links und rechts. Mhm. Nein, falsche Knopf. Falsche Knopf. Du musst dich aber auch noch so ein bisschen an die Knöpfe gewöhnen, ne? Ja. Genau wie ich immer. Vor allen Dingen ist das auch so ungewohnt, wenn du Twilight Princess damals mit Wiimote gespielt hast, so wie ich und ich glaube du auch. Ja. Ich habe nie die Gamecube-Version gespielt. Ich wollte gerne, aber es war einfach viel zu teuer damals. Deswegen habe ich dann die Wii-Version genommen. Ich meine, so... Hättest du dir zur Release geholt, wäre es wahrscheinlich noch gegangen. Aber dann dachtest du dir, oh mein Gott, ich hole das Spiel natürlich für die Wii. Für die neu erschienene Wii-Konsole. Naja, 2011 dann noch an die GameCube-Version dran zu kommen, war etwas ja, schwierig für mich. Ich habe jetzt eher von 2006 geredet, als gerade ganz frisch rauskam. Ja, gut. Ja. Vielleicht zwei von denen. Nett. Auf jeden Fall... fand ich so der Wiimote gar nicht so schlecht mit dem Rumschlagen und Zielen. Also das fand ich eigentlich sogar ganz cool. Aber deswegen ist es jetzt halt auch ein bisschen ungewohnt.
glaube, ich gewöhne mich langsam an die Spinnen hier. Hm? War das nicht diese scheiß Falle, wo du runterfällst? Da sind dann auch noch Spinnen oder sind das die von hier oben? Ich denke, das sind wahrscheinlich eher die von hier oben. Ich bin nämlich mal in dieses Loch reingefallen und die Spinnen mir hinterher und dann war ich in diesem Loch und da waren diese Spinnen und ich erinnere mich daran. Es war furchtbar. Ich stand gerade für einen Moment in der Luft. Ja, da ist eine Spinne. Das habe ich nicht kommen sehen. Warst nicht drauf vorbereitet? Nein. Ich sag dir ja, ich bin in diesem Loch gewesen und da war da plötzlich diese Spinne und ich war nicht begeistert. Das kann ich mir vorstellen bei dir. So, deswegen hat er den nicht weggepackt. Hm. So. Also prinzipiell kann ich ja damit leben, wenn sie Spinnen in das Spiel unbedingt reinpacken müssen. Aber müssen sie so positionieren, dass die auf den Kopf fallen? Oder dass du den auf den Kopf fällst? Ja. Können sie da nicht lieber irgendwie, weiß nicht, süße Hunde oder so positionieren? Würdest du einen süßen Hund dann töten, um ihn um da durchzukommen durch den Raum? Ja, nee. Du musst den Hund streicheln, um weiterzukommen. Ach so. Ja. Was mit dem wildgewordenen Hund, der dich angreifen möchte? Den musst du bekehren. Und ihn zu einem süßen Hund machen. Richtig. Wo ist links rechte Hand eigentlich gerade? Eigentlich wollte ich nur ein bisschen zur Seite. Na gut. Jetzt klingt euch wenigstens richtig. Ich sollte auch mal ein Zelda-Spiel programmieren. The Legend of Zelda, Woofy Princess. Ja. Ist da nicht? Gucken wir mal hier. Was machst du eigentlich, wenn du nicht genug Lampenöl hast? Wieder komplett rausgehen? Musst du wahrscheinlich dann. Und dann vorm Dungeon da direkt den bei dem Vogel das Öl kaufen. Hm. Wir haben Layla gefunden. Ich wollte gerade sagen, woran hält sich dieser Käfig noch, aber gut. Ich bin für Layla, weil wir Feuer benutzen mussten. Mhm. Das heißt, es fehlen nur noch Edna und Alicia. Die Leute, die das Spiel, aus dem wir die Namen entnehmen, nicht kennen, die werden wahrscheinlich etwas verwirrt sein. Vielleicht ein bisschen. Aber Affe 1 bis bla 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 wäre ja langweilig. Und vor allem, wie die es bei mir gerade gucken, die sollten ja teilweise zumindest dann wissen, wo die Namen herkommen, wenn sie auch andere Projekte gucken. Schande über euch, wenn nicht. Irgendwie will die Tür nicht aufgehen. Eventuell fehlt dir ja ein Schlüssel. Vielleicht. Aber nur ganz vielleicht. Ja. Weibliche Intuition. Das kann's sein. Vielleicht fehlt mir auch die. Hast du etwa keine weibliche Intuition? Nicht so ausgeprägt. Ach so. Ach, das ist der Raum. Da hinten brauchst du aber auch einen Schlüssel. Mhm. Too much keys. Ja. 7,8 von 10. Warum kann man nicht eigentlich die Tür aufschließen und den Schlüssel dann nochmal benutzen? Vielleicht bricht er ab, wenn du ihn ins Schloss steckst. Hm. Wir brauchen die Hilfe der Affen, um durchzukommen. Da kann man wohl nichts machen, retten wir eben noch die anderen. Okay. Nee, aber es ist dann ja echt, sag ich mal, schlecht gebaut, wenn der Schlüssel sofort abbricht. Das ist wohl kein guter Schlüssel einfach. Warum kann ich nicht einfach einen Allzweckschlüssel haben? Gibt's sogar in einigen Zelda-Teilen. In Zelda 1 und 2 gibt's einen Allzweckschlüssel. Oh, wow. Das sind Dungeon-Items, die du relativ am Ende des Spiels bekommst, so dass du die eigentlich nur noch für einen Dungeon brauchst. Waren da oben noch Spinnies? Ich guck gleich mal, ich guck, ob hier noch was ist. Das ist, glaube ich, im vorletzten in Zelda 1 und im vorvorletzten. Oder auch, nee, sowohl in Zelda 1 als auch in Zelda 2 kriegst du im vorletzten Dungeon einen Allzweckschlüssel, wodurch du keine Schlüssel mehr brauchst. Ja, ne? Also ganz am Ende erst. Ja, gut. Weißt du übrigens, was wir schon lange nicht mehr gesagt haben? Was denn? Das Spiel sieht so hübsch aus. Ja. Der ganze Dungeon sieht aber auch echt schön aus. Ja. Allein die Rinde von diesem Baum. Guck sie dir an. Diese Rinde. Ist so rindig. Wie er sich da festhält. Was zur Hölle? Wo denn? Was tut der da? Hör auf, Link zu verarschen und geh einfach weiter. Okay. Oh. Also, da guck mal einmal genau hin, wie er sich da festhält, ne? Und man merkt, eigentlich hält er sich gar nicht fest. Oh, hi. Vielleicht kann Link schweben und sagt es dir nur nicht. Das ist ja kein Problem, dass er nichts sagen kann. Ja.
Geist. Ach, der Raum. Der sagt mir spontan gerade nichts. Muss ich die Bomben mal so viel ein bisschen fliegen lassen. Aber ich finde es ehrlich gesagt auch gar nicht schlimm, dass ich mich da nicht mehr dran erinnere. Das ist der Überraschungseffekt. Gut. Ich stand schon bereit. Dumm, die, dumm, die, dumm. Ah, meine Bombe. Das hast du ja ausnahmsweise mal richtig gut gemacht. Tja. Siehst du mal. Muss ich gleich noch mehr gute Sachen machen, damit ich noch mehr Lob bekomme. Ja. Da hätten wir schon mal einen Schlüssel, um weiterzukommen. Aber ich glaube, den Boss wirst du nachher sogar in dem Dungeon machen müssen. Ich glaube, das wird von der Zeit nicht ganz hinkommen, dass ich da noch den Boss machen kann. Ist doch gut, ne? Noch nie mit dem Sturmbumerang irgendwie gespielt in diesem Spiel und erstmal den Boss machen. Ja. So. Ich meine, das ist ja kein... Und dann dahin. Kein Geheimnis, dass man das Dungeon-Item für den Boss braucht. Zumindest meistens. Es gibt auch Ausnahmen. Moment. Gehen wir dahin. Kommen hierhin zurück. Dann... Da oben. Bin ich hier damit erwischt? Warum hast du die Bombe eigentlich da nochmal abgelegt? Damit sie nicht von da aus direkt hier gegen knallt, weil sonst würde sie hier gegen den Posten knallen. Ah. Glück. Moment, probieren wir es nochmal. Ich will ihm den Bomben ins Gesicht hauen. Immer. Weil ich kann sie mal. Kann man sehen, wenn ich die hier hinkommen lasse und dann. Nein. Nee, dann knallt die. Ja, aber das ist jetzt hier aber so oder so, weil die Kante ziemlich hoch ist. Oh. Ich hab dich ja doch auf mich aufmerksam gemacht. Ein bisschen. Ja gut, wenn hier so eine Bombe explodiert. Wäre ich auch nicht so begeistert von. Ach ja, Moment, dann muss ich ja einfach sowas mal runterholen. Irgendwie hat er mich in der Luft abgefangen. Ja. Ist ja gut, Affe, ich rette dich gleich. Okay. In der Luft sind die stärker als ich. Am Boden nicht. Naja, am Boden sind sie auch nur noch ein Kopf. In der Luft ja eigentlich auch. Ja. Ich glaube, ich habe es früher echt immer so versucht, die Bombe direkt hier quasi herkommen zu lassen. Dann einfach quasi da rein. Und irgendwann habe ich mir gedacht, eigentlich wäre es doch viel einfacher, wenn ich mir einfach die Bombe in die Hand hole. Ja, ich glaube auch. Aber ich glaube, irgendwann habe ich sogar mal geschafft, das Ding so zu mir zu holen. Das kann ich mir sogar vorstellen, so hartnäckig wie du bist. Ja. Reicht das noch in deinen Kleinen? Nein. Wäre es jetzt kein Let's Play, würde ich das sogar wahrscheinlich nochmal versuchen, das Ding dagegen zu hauen, einfach aus Prinzip. Ja. Ich höre den Affen schon richtig schreien. Jemand hat mir gesagt, dass gerade gleich vor ihm der Stein in die Luft fliegt. Dann ist das Edna. Weil Stein. Okay. Ich finde es eigentlich ziemlich passend von den Namen her. Mhm. Und Alicia ist jetzt so gut weggesperrt, für die brauchst du sogar nochmal einen Schlüssel. Ja. So, in dem machen wir damit auch alles. Dann laufen wir nochmal zurück. Müssen nur mal gucken mit den Bossen. Eigentlich wäre es ja ziemlich cool, sich immer abzuwechseln. Mhm. Aber ob das immer so hinkommt, ist natürlich die andere Sache. Was jetzt so gerade einfällt. Ich kann den Schlüssel noch nicht mal irgendwie, ich sag mal, aus Versehen für diesen Raum benutzen, weil wir in diesem Raum gar nicht an den Schlüssel drankommen, hinter die Tür. Stimmt. Ich überlege gerade. 1, 2, 3, 4... Den fünften will ich auf gar keinen Fall machen, richtig? Das kann sein. Aber wenn ich den ersten mache, und wir uns immer abwechseln, das geht irgendwie nicht ganz auf. Tja. Mal gucken. Es wird sowieso nicht immer so hinkommen. Ich sag mal so, die Chance ist höher, dass ich den Boss machen muss, weil ich mehr Parts pro Woche habe als du. Das stimmt. Aber ich wette mit dir, genau die Sachen in dem Spiel, die ich nicht machen möchte... Die musst du dann machen. Ja, mit dem Affen durch den Nebel, Ziegen zusammentreiben. Das sind ja nur so die harmlosen Beispiele. Na, vielleicht mache ich auch den Boss noch, je nachdem, wie schnell ich durch diesen Raum komme. Ist das schon der letzte Raum? Müsste. Wenn ich mal auf die Karte gucke. Ja. Tatsache. Das heißt, da hinten ist ja gar keine Schlüsseltür mehr, das ist nur der Masterboss. Masterboss? Der Masterboss! Was ist denn der Masterboss? Also wenn du den Endboss vielleicht als Masterboss bezeichnest, okay, aber... Also hinten wartet dann der Masterboss auf uns. Der pisselige erste Boss, ich glaube, der ist dem Titel nicht würdig.
uns alle? Will ich irgendjemanden noch rausstürzen? Nein. Okay. Dann ab in die Höhle. Ja, dann hast du ja fast den ganzen Dungeon im Alleingang gemacht. Also, was da unten ist. Das war mir definitiv zu nah. Was auch immer da unten ist, plötzlich guckt eine Spinne hoch. Ja. Das ist so mein schlimmster Albtraum. Guck mal, damit kann ich dir auch einfach runterwehen. Was ich eigentlich sagen wollte. Ja. Wie gesagt, du hast den Großteil des Dungeons alleine gemacht, was ja auch nicht verwunderlich ist. Bei mehr Parts die Woche. Es hat sich quasi so ergeben, dass ich genau dann die zwei Parts hatte, dann gerade zum Dungeon hin. Und bevor sich irgendwer beschwert, wieso macht Jan mehr Parts? Irgendwer von uns musste mehr Parts machen. Die Woche hat 7 Tage. 7 durch 2 ist etwas schwierig. Das stimmt. Und da hat es sich bei Jan einfach mehr angeboten. Außer wir machen einen halben Part hier und einen halben Part da. Ja! Die andere Hälfte des Parts guckt euch bitte da an. Ja. Nein, eigentlich ist es ja so, wir wollen ja mit diesem Projekt nur voll die vielen Klicks abstauben und so, weil ja niemand außer uns Zelda Twilight Princess HD Let's Played. Und ich dachte mir, ausnahmsweise gebe ich Jan auch mal so ein bisschen Fame ab, weil der hat's echt nötig, ne? Also sonst ist er ja eigentlich voll scheiße deswegen, ne? Und deswegen macht er mehr Parts. Ich habe auch extra darum gebettelt. Ja. Oh, guck mal, ich habe noch einen Stempel gefunden. Ein N. Vielleicht hat jetzt auch jeder Dungeon einfach 2 Stempel neben den 2 Herzteilen. Das kann sein. So, dann müssten wir jetzt auch alle Truhen haben. Ja. Genau, was es eine Punkt da bedeuten soll, aber... Joa. Irgendwas bedeutet er sicher. Ja. Auf jeden Fall kennen die Leute jetzt die Wahrheit. Ja. Ich hoffe nur wirklich, dass es niemand glaubt. Es gibt bestimmt solche Leute, die das glauben. Svenja, warum bist du nur so gemein zu Jan? Schnief, schnief. Naja, eigentlich will ich das auch gar nicht aufnehmen, weil Jan schlägt mich immer so lange, bis ich mich bereit erkläre, das zu machen. Deswegen bin ich so gemein zu ihm. So, da ist unsere ganze Affenbande. Ja, die ganze Affenbande brüllt. Nein, das war falsch. Du hättest nach der Kokosnuss fragen müssen. Ach so. Woher ist das? Kennst du das Lied nicht? Gerade spontan nicht. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Nee. Ach, Jan. Sagt mir gerade nichts. Ich weiß nicht, wie das Lied jetzt genau heißt, aber das kennt man. Die Kokosnuss. Ich kenne die Kokosnuss nicht. Ich hatte da, glaube ich, noch nie eine Kokosnuss in der Hand. Nicht? Ich mag auch keinen Kokos. Zählt das, wenn ich irgendwie Schokolade mit Kokos in der Hand hatte? Nein. Schade. Das war nicht meine... Komm her! Ach ja, hier gibt es ja wahrscheinlich auch vor jedem Boss immer noch eine Fee. Die sieht übrigens sehr hübsch aus. Die habe ich auch die ganze Zeit gesucht hier und dann war sie natürlich in der allerletzten. Na dann? Ja. Boss-Time für mich. Ist der Part vielleicht ein kleines bisschen länger, aber ist ja nicht so schlimm. Kommt drauf an, wie sehr ich bei dem Boss faile. Kann man da failen? Das ist der erste Boss. Ich meine, er ist vielleicht... Man kann immer failen. Ich finde, er ist aber schwerer als zum Beispiel der erste Boss in Majora oder Wind Waker. Aber trotzdem nicht schwer. Aber wenn ich mich wieder daran erinnere, wie man wieder geht, dann ja. Das weiß ich sogar noch. Aber jetzt, wo ich den Raum so sehe, ja doch. Ich glaube, das bekomme ich hin. Das Ding schwebt nebenbei. In der Mitte da. Der, dieses Bombending direkt vor uns. Stimmt. Hallo. Das sieht cool aus. Nachtschattenparasit Planta Inferna. Da hin. Nom nom nom. Nom 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 nom. Guck mal, die haben auch zu viel. Ich hab vergessen, was gegessen. Kupfer gegessen. Upsala, wollte da nicht reinrollen. Ja, ich glaube, wenn du. Wie war das, wenn du zu nah bist oder zu lange brauchst, dann kommt die auch her und frisst dich? Ja, ich glaube, dann greift sie dich auch nochmal an oder so. Das war's, erster Bosskampf vorbei. Jo, ID Deed. Zweite Phase. Go, go, go. Keine Bombis mehr für mich. Aber Planta Inferna. Das typische Auge. Schönes Auge hast du da. Darf ich mal draufhauen? Oh. Ich erinnere mich. Die kommen weiter als erwartet. Ja.
Yo, Paul! Yay! Paul kommt zur Rettung! Paul saves the day! So cool! Ah! Interessant. Interessant? Ich kann es dir gleich nochmal sagen, wenn er nochmal kommt. Und zwar... Moment. Lass Paul nochmal kommen. Ach ja, der kotzt mich so ein bisschen an. Ja. Ich sollte nur in eine Richtung laufen am besten. So, Paul? Dein Auftritt. Paul, mach mich nicht schwach. So, ich visier da an und dann da einfach. Das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Ich habe einmal zu viel losgelassen. Hier. Jetzt wolltest du es demonstrieren und hat nicht so ganz funktioniert. Oh. Du hast immer in den Kopf getroffen. Nein, ich habe schon wieder... Irgendwas machst du falsch. Ja, ich komme mit dem Bumerang noch nicht so ganz klar. Nein. Da. So, da und dann da. Du willst mir eigentlich sagen, du musst jetzt nicht mit dem Steuerkreuz oder so auswählen, du kannst doch einfach alles durchswitchen und damit anvisieren. Genau. Das ist praktisch. Aber ich... Was? Der erste Boss. Aber trotzdem, das war nur zweimal draufhauen. Du hast am Anfang auch die Schwungattacke gemacht, die macht mehr Schaden. Trotzdem. Der war leicht. Akzeptiere einfach, dass du das gut gemacht hast. Obwohl ich verkackt habe. Herzcontainer! Und voller Schwert in die Mütze gesteckt. Ja. Sieht nicht so gesund aus übrigens. Ja, ein bisschen vertrocknet. Ich würde ein bisschen mehr gießen. Aber nicht mit diesem Giftwasser da vorne. Sie ist mittlerweile blau geworden. Mittlerweile. Und da haben wir ein Stück irgendwas. Ein Schattenstück. Sieht sehr schattig aus, ja. Gut gemacht. Das ist es, was ich gesucht habe. Das Ding hier ist ein Schattenkristall. Die Lichtgeister nennen das wohl die dunkle Macht. Genau, hat denn der Lichtgeist nicht gesagt, mit dieser dunklen Macht könnten wir irgendwie die Welt retten? Ob das wirklich so einfach ist? Und ob das hier wirklich reicht? Es gibt insgesamt 3 Schattenkristalle, über die übrigen wissen bestimmt die anderen Lichtgeister Bescheid. Und wenn du die restlichen 2 hast, werde ich dir auch sagen, was es mit den Schattenkristallen eigentlich auf sich hat. Gib dir also Mühe, sie zu finden. Hehe. Okay. Verschwenden wir also keine Zeit. Noch 2 gibt es. Gehen wir sie suchen. Aber vorher nichts wie raus hier. Und den Herzcontainer von deinem geschlagenen Gegner, den solltest du mitnehmen. Okay. Ich mag diese Musik. Yay! Und damit haben wir 4 Herzen. So ist ein Anfang. Bist du wirklich weg von hier? Sicher, dass du nichts vergessen hast? Unterbrich mich nicht, wenn ich noch rede. Du hast doch zu Ende geredet. Was ist, wenn ich mir den Text nicht so schnell hätte merken können? Dann wärst du blöd. Ach so. Spiel speichern. Jo. Okay. Doch. Bitte. Danke. Da wären wir wieder. Etwas mehr als eine Stunde haben wir gebraucht für den ersten Dungeon. Passt doch. Wir haben uns aber auch gründlich umgesehen. Link, edler Held. Noch immer gibt es in Hyrule Orte, die von dunklen Schatten umhüllt sind. Verlasse den Wald und wende dich nach Osten. So gelangst du in das Gebiet, das der Lichtgeist Eldin beschützt. Dort wirst du jene finden, die du suchst. Aber auch dieses Gebiet ist von dunklen Wolken umhüllt und wird von den Schatten regiert. Sei dir bewusst, dass du wieder die Gestalt eines Wolfes annehmen wirst, wenn du es betrittst. Also, von den Göttinnen auserwählter Held, verlasse diesen Wald und gehe nach Osten, das Gebiet Eldin.
Toll, was? Das wird uns die Suche viel leichter machen. Hehe. Und die anderen Lichtgeister willst du natürlich auch retten, oder? Mach dir keine Sorgen, ich werde mich schon um dich kümmern, wenn du wieder zum Wolf geworden bist. Also finden wir erstmal den Eingang zu den Schatten. Wenn du dort bist, helfe ich dir schon. Hehe, man sieht sich. Okay. Na dann. Haben wir den ersten Handel geschafft und unsere nächste Mission direkt bekommen. Ja, waren wir doch ganz erfolgreich, würde ich sagen. Der Schattenkristall sieht übrigens sehr episch aus. Der glänzt, ehrlich, der glänzt, der pulsiert so schön. Das ist auch der untere Teil vom Twilight Princess Logo, ne? Meine ja, ich. Ja, jetzt wo ich das mir so anschaue. Ich habe gerade zwar keinen Vergleich, aber ihr habt das Thumbnail, ihr könnt da drauf gucken. Ja. Na gut, ich würde aber sagen, das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.